letzte Eiszeit ist ungefähr 10.000 Jahre her. 20.000, ja. 20.000 Jahre her? Oder? Die große. Also der Höhepunkt der letzten großen Eiszeit war vor 20.000. War vor ungefähr 20.000 Jahren. Genau, und endet dann vor? Endet dann vor ungefähr 10.000 Jahren. So, das meinte ich. Und so. Der Temperaturunterschied von da, also innerhalb von 10.000 Jahren, hat ungefähr 4 Grad global betragen. In 10.000 Jahren? In 10.000 Jahren. Ist es um 4 Grad wärmer geworden? Genau. Wenn wir jetzt so weitermachen wie bisher, wir haben ja jetzt schon ein Grad realisiert, ein gutes Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit, aber wenn wir jetzt so weitermachen wie bisher, würden wir wahrscheinlich auch ungefähr bei 4 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts landen, dann hätten wir 4 Grad ungefähr in 100 Jahren. Das heißt also, die Geschwindigkeit, über die wir jetzt reden, ist ein Faktor 100 größer als die Geschwindigkeit in der Erdgeschichte. Das ist krass. Also 4 Grad in 10.000 Jahren Erdgeschichte? Ja. Und jetzt nochmal 4 Grad in 100 Jahren? In 100 Jahren. Wenn seit wir, Beginn der industriellen genau, Revolution? Seit, ja, da beginnt das. So ist es. Und wenn wir nichts tun, das ist ja immer vorausgesetzt. Genau, also das wäre sozusagen, wenn wir es einfach laufen wenn lassen. Wenn wir es einfach laufen lassen, ja. So ist es. Das ist die Temperatur. Mhm. Wenn wir jetzt den CO2-Gehalt der Luft nehmen, der ist heute schon so hoch, wie er noch nie gewesen ist, während der letzten 3 Millionen Jahren. Und alleine deswegen müssen schon die Alarmglocken schrillen. Mhm. Das Blöde ist nur für uns Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dass wir es nicht sehen. Ja, der Himmel färbt sich nicht hässlich bräunlich ein. Wenn er das täte, hätten wir schon längst gehandelt. Ja, es stinkt auch nicht. Ne? Wir merken es ja nicht. Ne? Und diese Abstraktheit ist, glaube ich, auch ein Grund dafür, warum immer noch die weltweiten CO2-Emissionen steigen. Mhm. Das heißt,